Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute präsentieren wir euch den Geekom AS6 mit freundlicher Unterstützung von der Firma Geekom. Die Meinung über dieses Produkt ist wie immer unsere eigene. Viel Spaß! Let's go! Geekom bietet euch zwei Prozessoren zur Auswahl. Zum einen den AMD Ryzen 9 9600HX mit 8 Kernen, 16 Threads, 16 MB Cache, 3,3 GHz bis 4,9 GHz. Und ein AMD Ryzen 7 6800H mit 8 Kernen, 16 Threads, 16 MB Cache, 3,2 GHz bis 4,7 GHz. Schauen wir uns den Geekom AS6 doch mal genauer an. Kommen wir nun zu den Abmessungen und Gewicht. In den Abmessungen haben wir 120 x 130 x 58 mm, was einem Volumen von 0,9 Litern entspricht. Mit 0,9 Kilo ist es ein richtiges Leichtgewicht. Unser Testgerät ist mit den AMD Ryzen 9 6900HX ausgestattet. Als Grafikeinheit wird die Integrated AMD Radeon Graphics 680M verwendet, was einer mobilen Grafikkarte entspricht. Damit ihr die Leistung der AMD Grafikkarte 680M besser einschätzen könnt, geben wir euch hier einen Vergleich. Die Gesamtleistung ist in etwa mit einer diskreten Nvidia GTX 1050 Ti vergleichbar. Als Speicher unterstützt das Gerät Dual Channel DDR5 4800 SODIMM bis zu 32 GB. Für den Festplattenspeicher gibt es die Möglichkeit, 2x M2 2280 PCI Express der vierten Generation SSDs zu verbauen. Hierbei werden bis zu 2 TB unterstützt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine 2,5 Zoll 7mm SATA HDD bis zu 2 TB einzubauen. Unser Testgerät verfügt über die 2 TB Festplatte. Als Wireless Network fungiert Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Für die Option kabelgebundenes Netzwerk setzt Geekom auf 2,5 Gigabit LAN mit einem RJ45 Anschluss. Im Lieferumfang befindet sich der AS6 Mini PC, ein Netzadapter, eine Feserhalterung, zwei Packungen mit Schrauben sind dort enthalten, ein SSD-Montageschraubenkit mit zwei Packungen, ein HDD-Montageschraubenkit, ein Quickleitfaden, ein Benutzerhandbuch und natürlich sehr, sehr vorbildlich ein HDMI-Kabel. An der Vorderseite befindet sich ein USB 4 Typ C Anschluss, zweimal USB 3.2 Gen 1 und ein Audio Jack. An der Seite habt ihr die Möglichkeit, ein Kensington-Schloss zu befestigen. Auf der Rückseite finden wir einen USB 4 Typ C Anschluss, dreimal USB 3.2 Gen 1, zwei HDMI 2.1 Ports, um eure Displays anzuschließen, einen DisplayPort in der Version 1.4, einen 2,5 Gigabit RJ45 LAN-Anschluss, den Power-Anschluss und einen Padlock-Ring. Als Netzteil kommt ein 20 Volt 7,5 Ampere 150 Watt Netzteil zum Einsatz. Die Grafikeinheit hat genug Power, um 4 4K-Displays anzuschließen oder 8K Ultra HD. Hinter dem USB Typ C Anschluss auf der Rückseite verbirgt sich ein Thunderbolt 4.0 Anschluss. Das heißt, damit könnt ihr ein 8K Display mit 60 Hertz anschließen. Damit habt ihr auch eine beeindruckende Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde und eine Stromversorgung von 5 Volt 3 Ampere. Die Verarbeitungsqualität des Geekom AS6 ist hervorragend. Im Inneren des Gehäuses finden wir einen Metallrahmen. Geekom ging bei dem AS6 sogar so weit, das Gerät nach Mildstandard 810H zu testen. Somit hält es extremen Temperaturen, Höhenlagen, Feuchtigkeit sowie häufigen Stürzen und Erschütterungen stand. Vorbildlich, Windows 11 Pro ist hier vorinstalliert. Des Weiteren liefert Geekom die MyASUS Software Suite mit. Mit AI Lärmunterdrückung, intelligenter Lüftersteuerung, Systemdiagnosen und anderen smarten Funktionen wie Wi-Fi Smart Connect, Aufgabe First und eben Link zu MyASUS. Die Basis des Geekom AS6 kommt von ASUS, einem uns wohlbekannten Unternehmen, und somit ist auch softwareseitig immer für Updates gesorgt und ihr habt auch noch einen großen Hersteller im Hintergrund. Sprechen wir doch aber bitte mal über das Design des Geekom AS6. Was sagt ihr dazu? Lasst uns gerne dazu etwas in den Kommentaren da und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Uns persönlich gefällt das Gerät richtig gut. Nicht zuletzt hat es auch einen Red Dot Award in der Kategorie Produktdesign 2023 gewonnen. Das Gerät ist schlicht und was mir persönlich ganz wichtig ist, es hat nicht 100 verschiedene Aufkleber auf der Vorder- oder Rückseite. Es sieht wirklich sehr, sehr schlicht aus. Also Daumen nach oben. Jetzt aber genug Specs, Design, bla bla. Warum sind wir eigentlich da?
Was wollen wir mit dem Gerät machen? Ja, wir können natürlich mit Excel, Word, PowerPoint, bla bla bla, Office können wir arbeiten. Nein, wir wollen mit dem Gerät zocken. Alles andere Grundlegende beherrscht dieses Gerät natürlich mit diesen Specs, gar keine Frage. Aber lasst uns jetzt mal schauen, können wir mit dem Gerät auch zocken? Es ist wirklich mega klein, verglichen mit einem großen Tower benötigt es extrem wenig Platz, sehr sehr wenig Strom, also wirklich effizient. Und verglichen mit einem Laptop habe ich dann auch kein, ja wie soll ich sagen, mobiles Gerät, das ich mit mir rumtragen muss. Das heißt, ich habe hier was, wo ich sagen kann, ich baue mir das in mein Gaming-Setup und ich kann damit auch einfach zocken, wenn ich Bock habe. Wie weit können wir gehen? Wir haben das für euch getestet. Aber um natürlich vorab eins klarzustellen, das Gerät ist nichts für RGB-Enthusiasten oder Eigenbau-Freaks, absolut nicht. Das ist für jemanden, der sagt, ich habe ein Budget unter 1000 Euro, ich möchte zocken, ich will mir keine Konsole kaufen. Alle anderen geben sowieso deutlich mehr Geld für ihren PC aus und für diese Zielgruppe ist das Gerät natürlich auch nicht zwangsweise gedacht. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, was kann ich mit einem kleinen Gerät, was wirklich deutlich kleiner als eine PlayStation, maximal so groß wie zwei Logitech-Mäuse ist, hier ein kleiner Vergleich, was kann ich damit machen? Das ist unser Ziel. Als erstes Game haben wir uns Fortnite angeschaut. Ja, ich weiß, der Klassiker, aber trotzdem gehört es einfach dazu, weil es Spaß macht und viele spielen es. Wir haben es in der Auflösung Full HD gespielt und haben die Settings alle auf Mittel gestellt. Das lief für uns am besten. In den Einstellungen High hatten wir dann doch einfach den ein oder anderen Ruckler. Höhere Auflösungen würde ich mit der Grafikkarte auch nicht empfehlen. Es lief hier bei uns ein Testsystem auf einem 27 Zoll Monitor mit 240 Hertz. Das lief sehr ruckelfrei und wir hatten nur in den Einstellungen über Mittel dann den ein oder anderen Ruckler. Ansonsten hat es wirklich viel Spaß gemacht. Schaut euch hier gerne mal ein bisschen was von meinem grenzenlos schlechten Gameplay an. Nachdem Fortnite so gut lief, sind wir ein bisschen größenwahnsinnig geworden und haben uns gedacht, na gut, lass mal Call of Duty Modern Warfare 2 spielen. Gute Idee, oder? Und wir haben es einfach mal gestartet, um zu gucken, ob es läuft. Und siehe da, es läuft. Wir haben auch hier wieder in Full HD, aber mit Low Settings diesmal gespielt. Und haben das Ganze eben mit um die 60 bis 70 FPS zum Laufen gebracht. Wir waren wirklich beeindruckt und am Ende des Tages muss man sagen, mit AMD FreeSync lief das dann auch super gut und super flüssig über den Bildschirm. Es macht Spaß, man kann es gar nicht anders sagen. Alles klar, wir wollen natürlich jetzt keine Call of Duty Grundsatzdiskussion führen. Es ging uns hier darum, einfach mal zu testen, läuft es auf der Kiste und es läuft wirklich sehr gut und macht wirklich obendrein auch noch Spaß. Um die nackten Zahlen zu bekommen, haben wir das interne Benchmark von Call of Duty MW2 gestartet und sind bei satten 65 FPS gelandet, was für so ein kleines System mit einer mobilen Grafikkarte wirklich, wirklich in Ordnung ist. Absolut in Ordnung. Wir haben uns Fortnite angeschaut, wir haben uns Call of Duty angeschaut, dann haben wir uns gedacht, lass uns mal Valorant anschauen. Der 5 gegen 5 Competitive Shooter ist nicht sonderlich hardwarehungrig, allerdings an die CPU-Leistung etwas stärker als die Grafikkarte. Somit konnten wir dann hier auch mal schauen, was sieht denn die CPU? Und das war wirklich erstaunlich. Hierbei haben wir immer weit über 120 FPS im Schnitt. Das heißt, der Shooter läuft wirklich sehr gut. Ihr müsst natürlich dann schauen, was für ein Bildschirm ihr habt. Wir haben hier mit 240 Hertz Bildschirm gezockt, mussten dann auf FreeSync zurückgreifen, was allerdings kein Problem ist und hatten wirklich immer ein flüssiges Bild und keinerlei Ruckler. Auch in Valorant haben wir wieder in der Full HD Auflösung gespielt und mit Low Settings. In so einem Competitive Shooter spielt man allerdings sowieso immer relativ niedrig, was die Grafikqualität angeht. Deswegen musste man ja auch hier eigentlich keine Abstriche machen. Wenn man so ein richtiger Schwitzer ist, geht man einfach auf Low und 2 cm an den Bildschirm ran. So, genug geballert. Wir wollen Rennen fahren. Wir haben uns für euch das brandneue LEGO 2K Drive Racing angeschaut. Eine Mischung aus Forza Horizon und Mario Kart. Wir haben das Spiel in der vollen Bildschirmauflösung gespielt mit 1440p, weil wir den Vollbildschirm haben wollten und haben hier mit mittleren Settings gespielt. Mit vollen Settings hatten wir den einen oder anderen kleinen Ruckler und haben uns gedacht, das beste Spielerlebnis bieten hier die mittleren Settings. Das Spiel sieht trotzdem sehr cool aus und macht wirklich viel Spaß. Ein interessanter Punkt für euch könnte die Lautstärke der Entwicklung des Geräts sein. Laut Herstellereingaben ist das Gerät immer unter 35 Dezibel. Wir haben den kleinen Rechner natürlich ganz schön gequält mit Call of Duty, Fortnite oder LEGO Racing. Aus unserer Sicht war es zu keiner Zeit unangenehm. Vor allem wenn man beim Zocken Kopfhörer auf hat, hört man das Gerät gar nicht. Es ist deutlich leiser als eine PlayStation
natürlich nicht so leise wie eine Wasserkühlung von einem großen PC, aber hierbei sprechen wir auch von einem wirklich kleinen Gerät mit so viel Leistung, da muss man sagen, Chapeau, das ist wirklich nicht laut. Kommen wir nun zur Zusammenfassung des Geekom A6. Was haben wir gemacht? Wir haben uns das Gerät angeschaut, haben eine super Verarbeitungsqualität festgestellt, wir haben uns Games installiert, wir haben Call of Duty gespielt, wir haben Fortnite gespielt, wir haben Autorennen gespielt. Das ist wirklich im Schnitt gut gelaufen. Ihr dürft natürlich keine PlayStation 5 oder einen aktuellen Gaming-PC mit einer RTX-Grafikkarte erwarten. Am Ende des Tages habt ihr aber ein Midrange-Gerät, mit dem ihr sogar aktuelle Titel spielen könnt, für unter 1000 Euro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man bekommt in der Regel nicht mal aktuelle Grafikkarten für so einen Preis. Klar könnt ihr sagen, ich kann mir eine PlayStation 5 holen, aber mit einer PlayStation 5 habt ihr nicht die Möglichkeit, auch noch zu arbeiten, Videoschnitt zu machen oder Audioverarbeitung oder sonstiges. Hiermit könnt ihr aber auch streamen, wir haben auch OBS installiert und getestet, das hat es nicht mehr in dieses Video geschafft, aber ihr könnt mit OBS auch auf Twitch streamen, das funktioniert auch hervorragend. Ihr könnt ein bisschen Fall Guys spielen, hier und da und dort, ihr könnt damit surfen, das heißt, ihr habt ein Arbeitsgerät, ihr habt ein Zockgerät, alles in einem, für unter 1000 Euro, das ist schon ein richtig guter Deal und hier unter unserem Video bekommt ihr auch noch einen Rabattcode, womit ihr nochmal sparen könnt. Das ist schon sehr cool. Für wen ist denn das Gerät jetzt? Das ist für Leute, die gerne ein bisschen arbeiten möchten, die ein bisschen im Internet surfen möchten, die wirklich auch mal was zocken möchten, ohne große Abstriche machen zu müssen und vielleicht auch relativ wenig Platz haben und vielleicht auch einfach etwas Strom sparen möchten, nachdem die Preise aktuell, naja, soll man gelinde sagen, an der Decke hängen. Und von daher kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank nochmal hier an die Firma Geekom. Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Gerät. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen haben, wie immer gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.